Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Party 4. In der letzten Folge haben wir das zweite Brett beim Story-Modus abgeschlossen, und zwar Shy Guys Jungle Jam. Hier sehen wir es auch, ein Stern ist hier abgebildet, genauso wie bei Gummas Glitterwelt. Und heute wollen wir anfangen mit dem dritten Brett beim Story-Modus, und zwar Toads Wuselwahnsinn. Schwierigkeit 1 Stern, ein Vergnügungspark von Toad. Ganz genau, damit geht's los. Und ich bin gespannt. Ja, let's party! Let's party! Auch Luigi meldet sich zu Wort. Mal schauen, mit welchen Gegnern wir jetzt wieder am Start sind. So, erstmal hier das Brett, die Vorschau. Das habe ich auch schon wieder länger nicht gespielt. Schon seit 2017 nicht mehr, dieses Brett. So, mit Mario, Yoshi und Donkey Kong sind wir jetzt am Start, alles klar. Willkommen zu Toads Wuselwahnsinn. Ich bin Toad, euer Gastgeber. Wie ihr seht, habe ich dieses Brett wie ein Vergnügungspark angelegt. Lasst eure Sorgen zurück und vergnügt euch hier, als gäbe es kein Morgen mehr. Dann lasst uns bestimmen, in welcher Reihenfolge ihr antretet. Ja, ganz klar, das machen wir. 7. Ja. Gut, die Reihenfolge steht. Mario beginnt. Er hat eine 9 gewürfelt. Danach folgt Luigi. Mit einer 7. Yoshi wäre Nummer 3. Er hat auch die 3 gewürfelt. DK hat den letzten Zug mit seiner 2. So sieht's aus. Um euch zu helfen, bekommt jeder ein Budget von 10 Münzen. Dankeschön. Gebt euer Bestes. Absolut. Hey, hier ist der erste Stern des Spiels. Dort hinten, der Stern ist jetzt hier. Kommt mit 20 Münzen und der gehört euch. Alles klar. Ich darf jetzt zumindest mal als Zweiter immer würfeln. Besser als noch beim letzten Brett, wo ich immer erst als Letzter dran war. Das war natürlich ärgerlich. Aber gut. Passt schon. Du erhältst einen Minipilz. Mario hat den Minipilz bekommen. Okay, wir würfeln erstmal ganz normal. Wir schauen mal kurz auf die Karte. Stern ist dort. Wir müssen also einen ganz schönen Umweg laufen. Ne? Also wir könnten entweder erstmal bei der Kreuzung rechts abbiegen, dann nochmal links durch die Miniröhre. Also erst links, dann rechts, dann nochmal links. Dann wären wir da. Oder wir gehen den normalen Weg, gehen links, nochmal links und dann rechts. Und dann sind wir auch da, wenn wir Glück haben. Naja, jetzt kommt als nächstes erstmal die Entscheidung, ob wir... Nein! Jetzt gehen wir erstmal geradeaus hier weiter, weil der Pfeil nach oben zeigt. Ach, so ein Mist. Naja, was soll's. Wir sind erst ganz am Anfang des Spiels. Und wir tauschen. Vielleicht tauschen wir jetzt sogar mit Mario. Nee, mit Yoshi. Also wieder zurück zum Start. Ja, so ist das. So, Yoshi ist dran. Kriegt 3 Münzen. Und Donkey Kong. So, er darf jetzt nachher nach links laufen. Denn die Richtung hat sich ja wieder geändert. Ja. Er geht natürlich da nach links. Macht ja auch Sinn. So, jetzt spielen wir ein 1 gegen 3 Minispiel. Ein altes, was wir schon kennen. Katzenschein. Okay. Ja, das sollte eigentlich klar gehen. Kennen wir schon, ein Spieler hält eine Kerze, die anderen versuchen die Kerze mit Hilfe von Wasserpistolen zu löschen. Die Teamspieler sollten den Kerzenträger umzingeln, der Einzelspieler sollte ständig in Bewegung bleiben. Control-Stick bewegen, A, Wasserspritzen. Ja, das sollte eigentlich hinhauen. Okay, so. Ja, noch nicht ganz. Oh, man muss ganz schön nah an ihm dran sein, sonst klappt es nicht. Okay, da haben wir ihn einmal getroffen. Ah, die Lichteffekte sehen echt gar nicht schlecht aus, ne? Finde ich. Ja, nochmal. Na, na. Oh, das schaffen wir nicht, Freunde. Nein, er hat gewonnen, ey. Das gibt's ja nicht. Das erste Mal, dass hier der Einzelspieler gewinnt.
Hast du das Gefühl? Also wenn ich mich recht entsinne. Nicht schlecht. Ja. Und somit steigt er gleich mal auf Platz 1 auf. Tja. Hat er gut gemacht? Kann man nicht anders sagen. So, Mario fängt an. Nimmt gleich mal seinen Minifilz. Er möchte anscheinend durch die Röhre da vorne. Allerdings bringt das gar nichts, weil er ja so weit gar nicht kommt mit dem einen Minipilz. Deswegen. Ach so, dann möchte er wahrscheinlich hier auf die Ereignisfelder drauf kommen, um am Ende den Bonusstern zu bekommen. Verstehe, so läuft das hier also ab. Ja. Ist natürlich eine gute Idee. Denn dafür gibt es ja einen Bonusstern. Wenn ihr euch erinnert. Umso öfter man auf Ereignisfelder kommt. Ja. Okay, Yoshi muss geradeaus gehen. Ist natürlich nicht der richtige Weg. So, und ich darf jetzt wieder links, wenn ich da das nächste Mal vorbeikomme. So, Donkey Kong würfelt eine 7. Geht in den Itemladen. So, was kauft er? Ein Maxi-Pilz. Okay. So. Achso, er kommt am Stern gar nicht vorbei. Ja, ist ja richtig. So, ist er jetzt auch auf ein eigenes Feld gekommen? Nee. Oder war das doch eins? Ich weiß es jetzt gar nicht. So, 4 Spieler mit dem Spiel. Paracoopers, yay, wieder ein Münzenspiel. Cool. Finde ich gut. Können wir direkt Start machen. Was nochmal? Neue Steuerung bewegen. Okay. Das ist ja selbsterklärend. Erstmal ein Looping gemacht hier. Okay. So, dann mal los. So, ich bin natürlich. Au! Nicht von den Gegnern treffen lassen. Da ist. Nein, 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 nein. So, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Vorsicht, nicht die Paracoopers treffen. Nein, ich wollte doch den... Ach, Mist. Den Münzsack wollte ich haben. Egal, 15 Münzen ist auch gut. Mehr als man in einem Minispiel kriegt normalerweise. Passt. Somit bin ich wieder Platz 1. Coole Sache. So, Mario ist dran. Würfelt eine 5. So, wäre schon fast auf ein Umkehr-Schicksalsfeld, also Mirakelfeld gekommen, meine ich. So, ich bin dran. Ja, ich würfel natürlich auch erstmal ganz normal weiter. Ich darf ja jetzt hier nach links gehen, zum Glück. So, und dann muss ich als nächstes da vorne nach rechts. Sonst komme ich natürlich nicht zum Stern. Sein, ich will den großen Umweg laufen. So, aber ich kriege ja jetzt, ne, 5, 1, 2, 3, 4. Achso, da kriege ich, da komme ich sogar auf das Ereignisfeld. Na, nee, doch nicht. Doch. Okay, dann machen wir das. Ereignisfelder sind wirklich wichtig. So. Für den Bonusstern am Ende. So. Haben wir es noch mitgenommen. Ich bin zwar jetzt ganz woanders, aber ich schätze mal, es ist trotzdem sinnvoll. So schätze ich das zumindest ein. So, Donkey Kong nimmt seinen Maxi-Pilz. Möchte also ein bisschen schneller dahin gelangen. Zum Stern. Ist verständlich. So, 10. Bam, 5. 15. Okay. Achso, er kommt da jetzt ja gar nicht lang. Er geht erstmal da nach oben. Tja. Hat er wohl Pech gehabt. Und er geht jetzt aber nach unten. Achso, okay, na, dann geht's ja doch. Ist ja nur einen kleinen Umweg gelaufen. Das passt ja dann. So. 1 gegen 3 Minispiel gegen mich. Und zwar... Kanonenkrise. Na. Ist schon wieder ein Glücksspiel, ey. Ach, Leute.
kein Glücksspiel. Ja, können wir direkt Start machen. Das ist wirklich selbsterklärend. So. Okay, los geht's. Ja, ich darf natürlich nicht sehen, wo die Leute sich verstecken. Nehmen wir mal die A-Kanone als erstes. Nein, da war niemand drin. Ärgerlich. Okay, dann nehmen wir mal die Y-Kanone. Da war der Yoshi. Na sowas. So, jetzt habe ich noch eine Chance. X. Bitte, lass da die beiden Leute drin sein. Bitte, bitte, bitte. Nein, die waren beide bei B drin. Das gibt's ja nicht. Tja, ist halt ein Glücksspiel, ne? Tja, so ist das manchmal. Naja, gut. Platz 2 bin ich jetzt, zusammen mit Mario. Na gut. So, Mario fängt an, würfelt eine 7. Er möchte sein Glück in der Lotterie versuchen. Die KI-Gegner sind also alle ein bisschen spielsüchtig, so wie es aussieht. Nein, es lohnt sich ja auch, wenn man eh... Also 5 Münzen kann man ja leicht mal entbehren. Und wieder nicht gewonnen, ey. Oh, tut mir leid, Pech gehabt. Wie Toad schaut. So nett. Okay. Ja, Mario darf jetzt gleich die Abkürzung nehmen zum Stern. Und kriegt sogar nochmal einen Pilz. Maxi-Pilz. So, ich bin dran. Ja, ich habe natürlich keine Items, also können wir direkt würfeln. Und ich komme aufs Mirakelfeld. Oh. Das kann natürlich jetzt vieles bedeuten. Das erste Mal, dass ich auf so ein Feld komme. Willkommen zur Umkehr des Schicksals. Bei diesem Ereignis erfolgt oftmals ein Austausch von Sternen und Münzen. Somit wird das Schicksal umgekehrt. Nun, unser Schlusslicht braucht ein Wunder. Seid ihr alle bereit? Dann lasst uns anfangen. Ja, da bin ich nicht anderer Meinung. Es geht also um Folgendes. Wer gibt wem was? Das wird in dieser Reihenfolge entschieden. Finden wir nun mit Hilfe des Flippers den großzügigen Spender heraus. Des Flippers. Der Flipperautomat. Ja, der großzügige Spender ist natürlich nicht Luigi. Machen wir mal so. Oh, Mario. Finde ich gut. Als nächstes sehen wir, wem Mario das geben wird. Der Flipper trifft die Wahl. So, das sollte jetzt natürlich Luigi sein. Na, ganz klar. So, da müssen wir jetzt hier volle Kanone machen. Zack. Ja, Tatsache, es hat funktioniert. Das hatte ich nämlich tatsächlich so mir erhofft, dass das so passiert. Und jetzt sehen wir, was Mario und Luigi abtreten wird. Das ist das Salz in der Suppe. Behaltet die Kugel im Auge. Ja, er hat natürlich noch fast nichts. Deswegen sollten wir da schon Münze nehmen, weil das ist das Einzige, was er hat. Oder? Sieht man das? Ja, nee. Ja, also machen wir auch hier mal volle Kanone. Zack. Okay, Münzen. Aber was heißt denn dieser Fall zurück? Achso, Münzenaustausch. Münzenaustausch. Och nee, seht euch das nur an. Mario und Luigi tauschen alle Münzen. Da habe ich ja sogar weniger. Hey. Ich dachte, ich wäre derjenige, der was bekommt. Ich hoffe, man trifft sich mal wieder hier. Auf Wiedersehen. Leute, das gibt es doch gar nicht. Das könnt ihr doch nicht machen, Freunde. Das ist gemein. Aber richtig gemein ist das. So, Yoshi tauscht oder wird zu Mario teleportiert. Okay. So, Donkey Kong. Oh, er schafft's bis zum Stern tatsächlich. Und er hat sogar genug Münzen. Und somit... Jetzt kurzzeitig letzter,
Aber genauso schnell ist er auch wieder Erster. Ah, ärgerlich. Der nächste Stern erwartet euch hier drüben. Natürlich ist er direkt dahinter. Versucht nun so schnell wie möglich dorthin zu gelangen. Ja, Donkey Kong aber hat aber deutlich zu wenig Münzen. Oh, 2 gegen 2 Minispiel. Komm schon, das Neue. Ne, große Entweichung wieder. Das kennen wir ja auch schon. Die große Entweichung. Führe Stampfattacken aus, um die Luft aus dem aufblasbaren Wump abzulassen. A und nochmal A. Stampfattacke, stimme dich mit deinem Partner ab, um effektiver zu arbeiten. Ja, das wird wohl kaum funktionieren, wenn ich hier mit einem KI-Gegner spiele. Okay, passt schon. So, ich bin mit Donkey Kong in einem Team. Zack, 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 zack. Ja, es läuft, würde ich mal sagen. Ja, gewonnen. Luigi and DK won. That's right, guys. So, 10 Münzen für jeden von uns. Somit bin ich jetzt auch schon wieder Zweiter geworden. Sehr schön. Gefällt mir gut. So, Mario ist dran. Nimmt seinen Maxi-Pilz. Was hat er vor? Er möchte möglichst schnell zum Stern hingelangen. Ha, 2. Okay, 7. Aber es reicht trotzdem nicht. Aber er kriegt einen weiteren Pilz. Wieder einen Maxi-Pilz, okay. So, ich bin dran. Ich habe weiterhin kein Item. Würfel also einfach fröhlich. Und kriegt nochmal 3 Münzen. Okay. Yoshi ist dran. 4. Er kriegt auch 3 Münzen. So, Donkey Kong. 10. Ja, er hat zum Glück gerade so noch nicht genug Münzen. Sonst hätte er sich jetzt echt schon den nächsten Stern kaufen können. Glück gehabt, ey. Willkommen zur Lotterie. Okay, er kriegt das nächste Los. Mario, Luigi. Wenn ich es richtig gesehen habe. So, mal gucken. Kriegt er jetzt mal was? Ich hoffe natürlich nicht. Nein, er kriegt 30 Münzen. Das gibt's ja nicht. Als ob er jetzt mal was kriegt. Hervorragend, du hast den zweiten Preis gewonnen. Hier sind deine 30 Münzen. Gratulation. Schauen wir wieder vorbei. Auf Wiedersehen. Ey, Donkey Kong räumt gerade richtig ab, ne? Kann das sein? Das muss aufhören. Oh, Battle Game. Zeit fürs Kampfspiel. Mal sehen, was ich euch dafür abknöpfen kann. 10 Münzen. Wie, was? Ihr habt wirklich 40 Münzen groß. Also lasst die Kämpfe beginnen. Okay, okay. Pfade der Angst ist das Spiel. Das haben wir auch schon mal gespielt. Wandle über den schmalen Pfad, um das Ziel als Erster zu erreichen. Control-Stick bewegen. Wenn du nicht aufpasst, fällst du sicher hinunter. Geh also langsam um die Ecken. Genau. Ja, da können wir eigentlich Start machen, weil... das habe ich schon gespielt, das Spiel. Kennen wir schon von 2017. So, ich bin oben rechts. So, hier sollte man natürlich eher langsamer laufen. Sonst fällt man schnell mal runter. Das ist dann natürlich schlecht. So, ich hoffe, dass Mario da jetzt gleich noch runterfällt. Das wäre sonst ein bisschen ärgerlich. So, ich gehe mal hier rechts lang. Okay, ich bin, glaube ich, erster Mann. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Komm schon. Oh Gott. Das ist Ziel. Ja, ich habe gewonnen. Freunde, ich habe gewonnen. So sieht's aus. I'm the best. That's right. Ordentlich. 28 Münzen, Freunde. So lobe ich mir das. War ich ganz schön gefährlich dafür, nicht extra zu trainieren. Aber ich hab's gewagt. So, gleich das nächste Minispiel. 2 gegen 2. Oh, ein neues vielleicht? Schatzsuche im Team. Ach das, das hatten wir doch auch schon gespielt, oder? Ich glaube schon. Ja, genau. Finde die Fragezeichenblöcke deiner Teamfarbe. Sobald beide Partner sie gefunden haben, müssen sie sich im Irrgarten treffen. Ach,
Control-Stick bewegen, YX-Karte ein- ausblenden. Die Spieler auf der linken Seite sind das rote, die auf der rechten das blaue Team. Rufe die Karte auf, wenn du dich verirrst. Okay, ich würde auch mal sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge von Mario Party 4 und ciao.